sprechen wir über die Flächenbestimmung, also die Integrale. Doch zuvor müssen wir uns einmal über das Integrieren unterhalten. Integrieren wird auch Ableiten genannt. Die Grundlage hierfür ist das Ableiten. Man nimmt die Hochzahl plus 1 zuerst, dann teilt man durch diese neue Hochzahl. Zusätzlich wird man 1 plus c einfügen, da man eine einfache Zahl wie 1 oder 5 nicht ableiten kann, beziehungsweise ich meine, es gibt 0, wenn man es ableitet, das heißt beim Ableiten kann man nicht mehr sehen, ob es sich hierbei um eine 0, um eine 2, um eine 3 handelt. Es ist einfach eine scharfe Möglichkeit, deshalb nennt man diese plus c dann. Somit erhaltet man dann die Stammfunktion, auch groß f von x. Als Beispiel haben wir jetzt die Funktion klein f von x ist gleich 2x². Nun wollen wir diese ableiten. Das heißt, wir müssen zuerst die Hochzahl plus 1 nehmen. Dadurch erhalten wir die neue Hochzahl 3. Also haben wir x hoch 3. Nun müssen wir diese neue Hochzahl nehmen und diese 2 dadurch teilen, wodurch wir 2 Drittel erhalten. Und das plus c hinzufügen. So ist unsere Stammfunktion entstanden. Nun fragen wir uns natürlich, für was brauchen wir das Integrieren und die Integralbilden? Das Integralbilden benötigt man zur Flächenberechnung. Hierbei geht es zum einen um die Fläche zwischen der Kurve und den Achsen und zum anderen um die Fläche zwischen zwei Kurven. Nun kommen wir zum Integral. Das Integralzeichen seht ihr oben links. Es wird auch mit Summe bezeichnet. Sieht so aus wie ein langgezogenes F. Integrale schreibt man folgendermaßen auf. Zuerst schreibt man i Doppelpunkt oder i ist gleich für Integral. Dann schreibt man unser Integralzeichen und setzt die jeweiligen Grenzen ein. Hier haben wir in diesem Fall die obere Grenze von 10 und die untere Grenze von 0. Und dann haben wir das f von x, also unsere Funktion, und das d von x. So das Delta x, darauf gehe ich jetzt gleich genauer nochmal ein. Als nächstes schreibt man ist gleich, eckige Klammer, f von x, Klammer zu, und die jeweiligen Grenzen angegeben. Worauf wir dann weiter drauf eingehen, weil dieses Zeichen deutet einfach, dass man die obere minus die untere Grenze nimmt, also die Ableitung davon. Also die Stammfunktion von 10 minus Stammfunktion von 0. Dadurch erhaltet man dann die Fläche zwischen der x-Achse und dem Punkt der Funktion. Natürlich muss man hierfür als erstes mal die Stammfunktion bilden. Dies macht man durch Integrieren. Und dann rechnet man die Stammfunktion der oberen Grenze minus die Stammfunktion der unteren Grenze. Bei Flächenberechnung ist es hierbei noch wichtig, den Betrag zu ziehen, da Flächen nur positiv sein können. Dadurch ergibt sich dann statt dem i ein a, wie ihr hier sehen könnt. Nun gehe ich nochmal auf das Delta x ein, das bei uns ja dx dann genannt wird. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Herleitung, bei denen man, wie bei dieser Grafik, die ihr hier sieht, versucht hat, den Flächeninhalt zu berechnen, indem man Quadrate eingezeichnet hat, oder Rechtecke in diesem Fall, die man immer kleiner gemacht hat. Dieser Unterschied, also die Breite der Rechtecke, ist hierbei Delta x. Nun gehe ich nochmal auf die Herleitung genauer ein. Also was ist das Delta x? Ihr erinnert euch bestimmt
Um den Flächeninhalt zwischen der Kurve und der x-Achse zu berechnen, haben wir zu Beginn lauter kleine Rechtecke eingezeichnet. Die Breite dieser Rechtecke ist hierbei Delta x. Delta x wird dann immer kleiner gemacht und durch den Integral haben wir dann dx, was ein ganz mini kleines Delta x entspricht. Also, um ein Integral zu berechnen, muss man zuerst die Nullstellen berechnen, um die Grenzen auszufinden. Dann muss man aber auch die Nullstellen berechnen, weil man nicht über die Nullstellen drüber integrieren darf. Dabei ist es nützlich, sich eine Skizze zu machen. Danach bildet man die Stammfunktion. Hier zum Beispiel beim kleinen f von x gleich 3x minus 2 die Hochzahl plus 1 und dann durch die neue Hochzahl teilen. Dadurch haben wir 3 halbe x Quadrat minus 2x plus c, da wir das c nicht vergessen kann. Nun kommen wir daran, das Integral zu bilden. Das Integral zu bilden ist hierbei sehr wichtig. Das Integral bildet man, wie bereits gesagt, indem man zuerst unser Integral aufzeichnet, mit den oberen und unteren Grenzen, dann mit der eckigen Klammer in die Stammfunktion und dann die obere minus die untere Grenze macht. Hier prüfen Sie wie ein Beispiel diesbezüglich. Sie können gerne einmal Stopp machen und auf dies genauer anschauen. Als kleiner Einschub zu den Integralgrenzen. Natürlich können diese auch berechnet werden, weil es kommt auch mal vor, dass nur die anderen Werte bis auf die Integralgrenzen gegeben sind. Ist dies der Fall, ändern sich ein paar Sachen. Natürlich musst du zuerst von deiner Funktion die Stammfunktion bilden. Ich möchte euch dieses jetzt einmal an einem Beispiel hier machen. Wir haben die obere Grenze von b und die untere Grenze von 1. Und unsere Funktion heißt 1 Viertel x gleich 3. Ist gegeben. Nun tun wir als erstes die Stammfunktion bilden von 1 Viertel x, also 1 Achtel x Quadrat. Dann fügen wir mal ein die oberen Grenzen, die wir haben, also b und 1. Und nun geht es natürlich wieder zum zweiten. Jetzt muss ich ja die obere minus die untere Grenze rechnen, also f von b minus f von a. F von b, da setze ich jetzt mein b an, weil ich ja noch nicht weiß und noch nicht ausrechnen kann. Also nehme ich meine Funktion 1 Achtel x Quadrat und schreibe dann 1 Achtel mal b hoch 2 minus 1 Achtel. Mit 1 eingesetzt. Nun setze ich das gleich mit der Fläche, die bereits gegeben sind, diese drei Flächeneinheiten. Und löse das dann nach b auf. Hierbei muss ich die Wurzel ziehen. Wenn ich eine Wurzel ziehe, muss ich immer daran denken, dass es eine doppelte Lösung von plus minus gibt. Ihr könnt auch mal Stopp machen und euch das nun genauer anschauen. Hiermit kommen wir auch schon zu den Regeln. Erste Regeln. Was passiert, wenn ich die Grenzen vertausche? Dann heißt das für unsere Funktion, dass sie sich spiegelt. Also mache ich einfach ein Minus davor. Weil wenn nun plötzlich die obere Grenze zur unteren wird, dann spiegelt sich das Ganze. Also einfach ein Minus davor. Zweite Möglichkeit. Die Konstante k. Die Konstante k kann entweder vor unserem Integral sein oder nach. Das ist gerade egal, weil es egal ist, an welcher Stelle ich es multipliziere. So merkt euch einfach, die Konstante k kann überall sein.
Hiermit kommen wir jetzt auch schon zu der letzten Regel. Was ist, wenn wir eine Funktionsgleichung haben und diese in zwei Intervalle aufgeteilt ist? Zum Beispiel einmal von 0 bis 1 und einmal dann von 1 bis 2. Na, ich kann es auch zusammenfassen und kann einmal von 0 bis 2 rechnen. Genau das hier ist hier beschrieben. Von